Und in Berlin begrüße ich jetzt Bundeskanzler Weyer. 30% Einkommensteuer für die Krankenschwester und den Generaldirektor, Herr Bundeskanzler. Finden Sie das gerecht? Schönen guten Abend, Herr Siegloch. Also wer 30.000 Euro jährlich verdient, zahlt nur 5.000 Euro Steuern. Das ist erstmal die erste gute Nachricht für alle, Herr Siegloch. Aber ist nicht die schlechte Nachricht, dass Reiche prozentual genauso wenig Steuern zahlen wie Arme? Und was den Herrn Generaldirektor angeht, das ist jetzt die zweite gute Nachricht, also dass Leute, die mehr Geld verdienen, auch mehr Steuern zahlen. Also wenn Sie 300.000 Euro jährlich verdienen, dann werden Sie am Jahresende 90.000 Euro an den Staat abführen. Naja, der Rest reicht ja immer noch für ein sehr gutes Leben. Ja klar, aber was dagegen denn einzuwenden? Entscheidend ist es doch, dass es keine Steuerschlupflöcher mehr geben wird. Die Krankenschwester hatte bisher sowieso keine und künftig wird auch der Herr Generaldirektor keine mehr haben. Und jeder kann künftig seine Steuererklärung auf einem einzigen Blatt Papier machen? Ja, wenn er will. Also meinetwegen auch auf dem Bierdeckel. Aber ist das nicht genau das, wovon wir immer alle geträumt haben? Wann soll es denn endlich soweit sein? Ja, wenn die Opposition sich nicht verweigert, kann das alles recht zügig gehen. Ich muss noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, Herr Bundeskanzler. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Es betrifft Ihre Tochter, die normalerweise ja nicht Gegenstand der öffentlichen Berichterstattung ist. Sie hat Journalisten scharf angegriffen. Halten Sie das für angemessen? Sie hat gesehen, was dieses Boulevardblatt gestern mit mir angestellt hat. Und das haben Sie auch gesehen. Und ich finde, dafür hat sie sich noch eher maßvoll geäußert. Schweinejournalisten? Ja, sie hat geglaubt, sie müsse mich in Schutz nehmen. Und wissen Sie, Herr Siegloch, das finde ich ganz großartig von meiner Tochter. Und deshalb bin ich auch wirklich stolz auf Sie. Danke, Herr Bundeskanzler. Nach Berlin. Danke. Nina, zeig doch mal die Fotos her. So, jetzt könnt ihr mal sehen. Ich habe richtig schwer gearbeitet. Ja, und wir haben Däumchen gedreht. War kurz die Steuern erhöht. Das sind die Journalisten gepiesackt. Den ganzen Tag durch die Weltgeschichte telefoniert. Und die europäischen Nachbarn geärgert. Das ist ja unglaublich. Wenn das schief geht, schmeiß ich euch alle raus.